Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani und heute unterhalte mich mit dem Georg. Wisst ihr eigentlich, was passiert, wenn man einen Georg, einen Papst und einen Modeschöpfer zusammen auf einer Bierbank aufsetzt? Ja, ich hab's vorher auch nicht gewusst. Aber viel Spaß bei der Folge. Sag mal, wo kommst jetzt du eigentlich so spät noch her? Mani, das will ich dir verzeihen, das glaubst du nicht. Ich bin auch mit der U-Bahn gefahren, weil sie ja geheißen hat, das Ring, sonst war ich mit dem Radl gefahren. Dann habe ich jetzt so geschaut, von mir zu dir, ja, dann musst du da hinfahren, zweimal umsteigen und denkt, ja Gott, das packst du, gell? Erste Mal umsteigen. Hast du aber nicht gepackt, hast die erste Treppe schon nicht geschafft. Nein, das ist ja alles nur wunderbar gelaufen. Also inklusive mir, ich bin auch wunderbar gelaufen. Dann habe ich die zweite U-Bahn rein müssen. Ja. Und dann habe ich gedacht, da kannst du jetzt ein bisschen fahren. Ja. Und dann schau ich und kennst das, wenn du dann auf einmal Schüdel liest, wo du denkst, das habe ich in meinem Lebtag nicht gehört, wo bin ich jetzt? Ja. Dann habe ich festgestellt, dass ich schon fast an der Endstation war. Okay. Dann bin ich wieder zurückgefahren und dann habe ich auf die S-Bahn warten müssen und dann laufe ich gerade die Treppen auf. Dann war es fort. Und dann sehe ich, wie es ausfällt beim Bahnhof. Scheiße, und was hast du dann da? Dann habe ich gewartet. Ach, krass. Ja, das war ja Odyssee, ja? Ja, brutal. Und dann mit dem, weil es so ringt, also ich glaube, das nächste Mal nehmen wir einfach so ein Aufblasboot mit und fahren mit dem Boot da rum. Das mit dem Ring? Ja, freilich. Oder so, weißt du, schon ein Stück weit gekommen. Ja. Aber mei, hilft nichts. Ja, auf alle Fälle, es war, ja, was sagst du, richtige Odyssee heute zu dir? Du, bei mir war es halt super. Schön, ja, dass du mich fragst. Ich bin nämlich mit dem Radl gefahren und ich habe genau den Moment erwischt, wo es nicht geringt hat. Das schaffe ich meistens nicht, aber heute war es super und habe es gleich zweimal geschafft. Warst du Schutzblecher? Nein. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe halt eine neue Technik angewandt. Fürs Fahren ohne Schutzblecher? Ohne Schutzblech. Ja. Was machst du? Ja, da schon. Nein, ich habe die Hände so übereinander gelegt, habe die Hände quasi vom Lenker natürlich entfernt, sonst hätte ich sie nicht übereinander lenken können. Dann also habe ich mich auf, quasi so gefaltet. Nein, nicht, das bringt ja nichts. Weil Spritzen sind sie meistens von hinten auf, dann ist der Arsch da recht dreckert. Ja. Und dann habe ich halt die Hände, die übereinander gelegten Hände, auf den Rücken da, und zwar genau da beim Sattel, wo der Sattel aufhört, dass es nicht so viel aufspritzt. Und das hilft? Ein bisschen, ja natürlich, weil was auf mein Hemd geht, geht nicht auf meine Hosen. Gell? Ja. Das hat schon ein wenig geholfen. Also der, weil da oben ist dann schon ein Trick gewesen, aber mei, eine Waschmaschine gibt es auch. Aber ein bisschen geholfen hat es. Ein bisschen geholfen hat es. Aber was ich mich frage, hast du schon mal die kleinen Schutzblecher gesehen, die wo, ich darf jetzt einmal sagen, 10 cm oder höchstens 15 Grad? Nein. So viel hinten aussehen? Ja, die glaube ich haben es das habe ich auch nicht verstanden, also da habe ich mal einen gesehen, am Sattel gehabt. Aber ist das nicht das gleiche Prinzip wie mit deinen Händen, dass du das Gräbste anhältst? Ja, aber das ist ja so dünn gerade, das Schutz. Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht ist das ja Präzisionsschutz, Spritzschutz, keine Ahnung. Ja, du, ich meine, dass meine Pranken da, meine Trümmer Hände. Die sind ja nicht wie Glutdeckel. Ja, riesen Glutdeckel. Ja. Nein, in Wirklichkeit sind sie nicht groß. Nein, aber eigentlich hat sie ja richtig schöne, zarte Hände. Ach, danke. Weil also weißt, wenn das jetzt mit dem Podcast nicht klappt, dann kannst du einfach bei QVC anfangen als Ringverkäufer. Als Ringverkäufer? Ja. Du, ich habe aber gehört, dass man da brutale Ziele hat. Das schaffst du doch. Mit denen hinten? Mit denen hinten meinst du? Ja, das glaube ich schon. Aber sind sie nicht ein bisschen zu klar vielleicht sogar? Ja, das geht schon. Das musst du ja keinem sagen. Ja, ich könnte in der Damensektion arbeiten bei QVC, oder? Ich sehe schon vor mir. Da haben wir neulich geredet und der Glöckler. Der Harald. Ja, weiß jetzt nicht, wie der noch heißt. Der mit Doppel-Ö, gell? Der, wo brutal geschminkt ist und eigentlich so eine Kunstfigur ist, kann man schon sagen. Der hat ja auch irgendwo mal so Verkaufsfernsehen gemacht. Ja, damit hat der angefangen. Und dann, wer hat denn jetzt das erzählt? Irgendjemand hat da dort gearbeitet, glaube ich. Der Glöckler von Notre Dame. Der Glöckler, der in QVC, glaube ich, wäre anscheinend da in München unter Föhring oder zumindest ist da irgendwas aufgenommen worden anscheinend. Weil irgendjemand war in der Runde dabei, der wo das gewusst hat. Und der hat erzählt, dann, der ist anscheinend auch kein Kostverächter nicht. Und dann hat er sich auf die Nacht irgendwie am Vortag so durch, also gesoffen halt da und ist am nächsten Tag dahergekommen und war halt total fertig einfach. Und er hat nichts können. Mhm. Und dann haben die Leute nichts gekauft. Ich weiß ja gar nicht mehr, was hat der für Produkte? Dings Damenmode hat der gemacht für so 50 plus, darf ich mal sagen. Und das war doch, der hat so ein Logo, das ist die Krone. Ja, das weiß ich. Aha. Und der, jetzt fällt es mir wieder ein, seine Linie hat geheißen pompös. Also genau. Die zwei Ö. Aha, ja genau.
Und da steht, der muss ja in dem Studio drin gestanden sein. Und dann, da siehst du die Verkäufe immer anscheinend live, wenn du da moderierst oder zu Gast bist. Und dann ist anscheinend nichts verkauft worden. Und dann hat der André so gesagt, jetzt kauft endlich, ich will, dass ihr kauft. Und dann ist er da so richtig sauer geworden anscheinend. Also ich weiß es nur aus Erzählung. Und dann auf einmal sind die Verkaufszahlen noch umgegangen. Der Glückler. Ich finde den so schwierig zum Anschauen. Das mag ja nicht der Mensch sein. Ja. Aber ich finde, wenn du den anschaust, da ist so viel los. Da hast du irgendwie, du kannst dich nicht irgendwo auf was fokussieren. Weißt ja. du, die, wenn ich jetzt anschaue, dann schaue ich in die Augen. Ja, da ist halt nicht viel los bei mir. Ja, und beim Glückler, da hast du diesen mordschwarzen Bart und dann diese kriegsbemalten Augenbrauen. Ja. Und da, weiß nicht, hat der nicht auch aufgespritzte Lippen? Ja, freilich mega aufgespritzt sind die. Ja, und du weißt ja gar nicht, wo du hinschauen sollst. Ja. Aber gut, er muss dann. Also das hat halt ein Kunstwerk so an sich, gell? Ja, gut, über Kunst kann man nicht streiten. Nein, eh nicht. Im Gegensatz zum Wetter, das immer noch schlecht ausschaut. Ja, stell dir mal vor, wenn der Glückler bei dir wieder draußen um den Dummlaufer hat. Boah. Ja, schnell ein langes Gesicht. Ja, wieso, genau, ein langes Gesicht wie der Joker, wenn es ringt. Du, aber sag einmal, wieso ringt es denn eigentlich? Ist jetzt nicht Sommer in der Stadt? Ich weiß jetzt nicht, ob das Ringwetter auch weiß. Finde ich, dass es sau viel ringt. Ja, das stimmt. Im Vergleich ringt es wirklich viel. Wobei, ich habe gestern meinen Bruder besucht. Und der ist auch ganz stolz bei der Feuerwehr, muss ich dann auch noch was verzeihen. Und der hat verzeiht, dass momentan Waldbrandgefahr Stufe 5 ist von 5. Was? Ja, was so viel ringt. Ja, das habe ich auch gesagt, das ringt der Witz auch. Dann hat er gesagt, ja, aber der Ring kommt über das Blätterdach nicht oben auf den Boden. Und deswegen ist der Boden viel zu Drucker, also Brausendrucker. Und deswegen ist Waldbrandgefahr Stufe 5. Echt, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ja. Ja. Mein Bruder ist ja bei der Feuerwehr, gell? Der ist jetzt freiwillig wahrscheinlich. Freiwillige Feuerwehr. Ja. Und da muss man sagen, mein Bruder ist jetzt knapp 20. Und, echt? Ja, so ja. Junger Bruder hast ja, du? Ja. Aha. Und der macht Atemschutzträger. Also weißt du, die Feuerwehrler, die da so ein Atemschutzgerät, ja. Maske und das alles aufhaben, fand ich eigentlich ganz lustig, weil er gesagt hat, ja, er darf keinen Bart haben wegen dem Atemschutzgerät. Echt? Ah ja. Und dann hat man schon angeschaut und man denkt, ich glaube, das ist nicht die Frage, die sich da stellt, ob du ein Bart haben darfst. Darum sind es wahrscheinlich eher die Jungen, gell? Also du meinst das, nein, weiß ich nicht. Ja, wenn du jung bist, dann hast du noch nicht so viel ja, Bart oder vielleicht nicht. So. Das ist ja wie früher mit der Gasmasken, haben sie immer so erzählt. Wenn du auf die alten Fotos da anschaust vom Zweiten Weltkrieg oder so, die haben doch da bei den Ohren immer so aufgeschert, sind die doch oftmals. Ah, ja, stimmt. Das und ist da hat es auch geheißen, dass halt damals die Gasmasken gescheit aufgegangen ist. Ja gut, hoffentlich brauchen wir das dann ja. Nein. Ja, dein Bruder halt vielleicht, wenn er da irgendwo reingeht. Ja, wenn er halt als Feuerwehrler unterwegs ist und helfen muss, dann ist das schon gut. Kann der das eigentlich für Corona auch hernehmen? Mit Sicherheit. Ist das dann so eine Maske, also nicht so eine billige Corona-Maske, sondern ist das so eine, die wo so einen Schlauch hat und hinten hat einen Sauerstoff? Ja, genau. Das ist so ein Vollschutz. Oh. Also was mit so einem Fenster vorm Gesicht, aber dann halt komplett in so einer eigenen Atmosphäre. Ja, genau. Hier. Aha. Genau, ich habe gesagt, du hast einen leichten, jetzt warte auf, Unter- oder Überdruck. Unterdruck hast, damit sie es gescheit aussagt, irgendwie 0,4 Bar Unterdruck hast. 0,4 Bar Unterdruck. Das müssen wir mal aufpassen, weil nicht, dass da noch einer von der Feuerwehr dabei ist und sagt, wir verzapfen uns jetzt schon mal. Aber der soll das umzapfen. Dann soll jetzt anrufen. Dann soll jetzt sofort anrufen oder Ruhe geben. Genau. Telefonnummer müsst ihr rausfinden, aber ruft es einfach hoch. Und dann korrigieren wir das beim nächsten Mal. Ja, das macht man da. Oder auch nicht. Wäre man eventuell eine Klarstellung oder wie heißt es denn sowas? Das finden wir auch raus. Das finden wir auch raus. Also wenn ich auch noch weiß, wie das heißt, ob das Klarstellung oder Richtigstellung heißt, das soll ja auch anrufen. Das soll ja dann mal richtig klarstellen, damit wir uns auskennen. Ja, es gehen noch ein paar Leute anrufen, aber nicht zu viel, weil sonst haben wir keine Zeit mehr für was anderes. Ja, nein, ich habe auch nicht so viel Zeit. Ja. Ich bin eigentlich am Balkon draußen gesessen. Hast du ein paar Leute angerufen? Auf einmal reißt da eine, gell? Und das halt ja hier in die Häuser drin oder so. Da bin ich direkt selber da so ein bisschen hergeschreckt. Und jetzt wärst du nicht glauben, was ich gesehen habe. Da ist unten eine Gruppe Jugendlicher, also so Buben. Mhm. Und mei, dazu sagen so, ja, 10 Buben ungefähr. Und die haben irgendein komisches System gehabt. Die sind nicht nebeneinander gegangen, irgendwie so eine Militärformation war das. Okay. So sind die gegangen, da auf den Gehsteig. Und dann ist eben eine Frau ihnen entgegengekommen. Und in dem Moment, wo die Frau quasi bei dieser Gruppe Jugendlicher mittendrin war, hat die so einen Drum Nierser erlassen.
Und das Geile ist das, wie es dann wieder vorbei war, also durch die Gruppe Jugendliche, wo der Nisserer wieder vorbei war, da hat sie sich die Corona-Masken wieder aufgezogen. Das ist ja auch so geil, weil du sagst, Nisserer, früher hast du ja, wie sagt man, genossen, Vergangenheit von Niesen? Gnierst. Das ist das Partizip perfekt, oder wie? Ja, genau. Also, man hat gnierst, um einen Schorst zu überdecken. Und jetzt seit Corona ist es genau andersrum. Echt? Ja, weil die Leute halt auch mal Angst haben, wenn du nierst. Ja, du genau. Ach, stimmt, ja. Oder was früher so, ach, Wahnsinn, gell? Also, das Schamgefühl wird nicht weniger, es wird nicht mehr, sondern es verändert sich einfach. Oh, das weiß ich nicht, ob das nicht weniger wird. Also ich weiß nicht, wenn ich mir das so alles anschaue, was da so rumgeräucht und fleucht. Meinst du, wird es mehr oder wird es weniger? Weniger, dass die... Also dass die Leute weniger schammern. Weniger schammern, aber an der falschen Stelle weniger schammern. Ah, ja. Also ich meine, wenn ich da rumlaufe, wie er rumläuft, das soll ja mir wurscht sein. Das aber ist mir auch wurscht. Und nun mal schammern sie sich alle noch, oder? Ja. Weiß ich nicht, kann man sie jetzt oben und unten schammern. Du, meinst du jetzt im Pfirsch oder meinst du eher so... Ja, da wo es Eichenblatt normalerweise ist. Oder Weinblatt, was ist das? Feigenblatt. Ist ein Feigenblatt? Feigenblatt ist das, ja. Ich glaube sogar... Das ist mir ein glücklicher Vorschlag, dass der da was macht. Boah, das war ja krass. Pompöses Feigenblatt. Ja, pompös. Da gibt es doch diese Party-Dinger da, die Unterhosen mit Rüssel da. Ja. Und dann soll jedes mit dem Feigenblatt machen. Oder? Ja, oh nein. Aber weißt du was, das machen wir selber. Und dann steht da pompös, steht da drauf als Marke. Genau. Das weiß ich gar nicht, darf man da so viel Werbung machen? Darf man da eigentlich über Marken reden? Also wir reden ja jetzt ja nicht schlecht. Du weißt, was jetzt eben nicht passen soll, oder? Ja gut, außer die eine Insider-Geschichte habe ich jetzt verzeiht, wo er da irgendwie so psuff hochgekommen ist und irgendwie gewackelt ist im Studio. Ja. Aber mein, ich weiß ja auch schon nicht mehr, wer es mir erzählt hat. Du, ist ja egal. Aber bei Scham ist mir noch eingefallen, dass die Stadt München muss ja brutal schammen, oder ist der Freistaat, weil die sogar die Glyptothek ewig schon in der als Baustelle haben. Die bauen schon ewig um. Immer noch? Ja, musst doch du wissen. Jetzt warte mal, Glyptothek. Ich bringe das aber durcheinander mit der alten Pinakothek. Jetzt pass auf. Glyptothek. Jojo, freilich. Doch, freilich. Ja, am Königsplatz, ja. Ja, genau. Ja, du, aber das ist halt, also das, da muss es ein bisschen weiterfallen, was ich so gesehen habe. Ja, das glaube ich gern. Genau, und deswegen dauert das so lange. Ja, aber es fällt immer überall weiter, als wenn man gemeint hat. Das verstehe ich auch nicht. Du warst du jetzt eigentlich am Königsplatz schon bei Sommer in der Stadt? Ja, war ich schon. Und wie ist? Also ich finde es ganz nett. Ich fand es eigentlich gut, wenn man das jedes Jahr macht. Aha. Ich finde das gut. Weil, ja. Und ich finde da generell so die ganzen Sachen, was jetzt gerade passiert in dem Sommer, weißt du, dass halt überall bauen so zusatzfreie Schankflächen auf und zusätzlich... Das ist nett. Das ist einfach schön. Weißt du, das macht der Stadt eben aus. Du kannst sitzen, Leitern entspannt, da hast du die Umzäunung da mit den, wie heißt es, Paletten. Ah ja, Europaletten. Und jeder wird macht das auch irgendwie ein bisschen nicht, mit ein bisschen Blärme, manche machen so Lichtergirlanden. Also das gefällt mir gut, das müssen wir beibehalten. Und ich finde auch das schön mit dem Sommer in der Stadt, heißt das, gell? Sommer in der Stadt, genau. Ja. Dass halt da verschiedene Plätze jetzt ein bisschen was machen, da darf ja überhaupt nichts dagegen sprechen, wenn man das jedes Jahr macht. Vielleicht nicht jedes Jahr alle Plätze, sondern jedes Jahr drei Plätze. Aber das mit den Freischankflächen finde ich super. Ja. Ist das an der, bin ich noch nicht vorbei, an der Corneliusbrücke, ist das auch so eine vom Sommer in der Stadt, oder? Ah, du meinst den Biergarten da drin? Nein, der wo auf den, ja direkt auf der Corneliusbrücke ist, wo es halt da so rechts oben geht, das was früher das immer zugesperrt war. Du meinst da, wo das König-Ludwig-Denkmal hieß halt? Ich weiß nicht, nein, warte mal, Corneliusbrücke ist die beim Deutschen Museum. Ja, genau. Ja. Da weiß ich nicht, was ist da los? Ja, da hast du ja rechts, da war ich immer so zugesperrt mit einer Kette, da hast du eigentlich offiziell nicht runtergehen dürfen. Das hat immer ausgeschaut, dass sie die Fixe unten huckern. Achso, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin nie unten gesessen, ich bin bloß einmal unten gestanden. Und auf alle Fälle, da ist jetzt auch brutal Halligalli. Ist das? Ist halt auch irgendwie cool da unten am Fluss. Ja, freilich. Ich meine, der kann mir nur so viel machen und das ist echt schön und ich finde das auch mit dem Radlweg schön und
Das, also da passiert halt was. Das ist schon gut, das kann man sich schon beibehalten. Ja, finde ich. Ja, mit den Radlweg, da müssen sie auf alle Fälle was machen. Da haben wir sehr gut. Da gibt es in Kopenhagen, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, gibt es einen Lehrstuhl für urbane Stadtplanung. Ja. Nagelmanifest, wie das richtig heißt. Auf alle Fälle, der Professor, das ist ja quasi die Koryphäe, wenn es um Stadtplanung geht. Aha. Und dann hat die Stadt München den mal eingeladen, um zu bewerten, wie es halt so ausschaut in Sachen Radl, Infrastruktur. Oder gesagt, katastrophal, oder? In Ansätzen vorhanden war sein Resümee. Ja, gut. Ja. Ist ja auch nicht. Also manche Wege sind wirklich, ich meine, das interessiert jetzt keinen, außer der wo Radl fährt, aber manche Wege sind echt auch so, manche Stellen, besser gesagt, die sind eigentlich zum Unfall eigentlich vorprogrammiert. Ja, da hört es einfach auf einmal auf. Da fährst du und auf einmal ist es vorbei. Ja, oder die führen so komisch zusammen. Gerade wenn es an die Isar runtergeht oder so. Die einen kommen von der Richtung, da kommen auf einmal Leute von drei Richtungen und da soll nichts passieren. Ah, du meinst da an der Stelle von der Frauenhofer. Nein, wie heißt die? Reichenbachbrücke. Da, wo es unten durchgeht und dann ist oben drüber ein Gehweg. Irgendwo da war es jetzt Reichenbach oder irgendeine von den Dingen. Ich habe es mir schon ein paar Mal gedacht. Also manche, und dann gibt es ja so die superschnellen Radler, dann gibt es wieder die langsamen Radler. Das ist ja alles so ein totales Risiko. Und dann gibt es die Radl, die wo eigentlich gar keine Radl sind, die wo so einen Drumkasten drauf haben. Boah. Die Lastenräder. Ja. Wobei, das ist lustig. Ich mich hätte auch so was und da würde ich mich rumfahren lassen in so einem Ding. Ja, du darfst dich rumfahren lassen. Du nicht? Ich weiß nicht. Du könntest mir dabei ein bisschen was überlegen oder weiß ich nicht. Du, ich bin noch nicht einmal mit einem Bierbike gefahren. Na, mit einem Bierbike? Diese runden Dinger, wo es... Die hat es sogar einmal gegeben im Minger, oder? Die gibt es immer noch. Weißt du, wo die parken? Lass mich raten, irgendwo im Glockenbach, oder? Ja, und zwar weißt du, wo die Schrannenhalle ist? Ja, Freddy? Da am Ende, da parken die. Ah, da parken die. Ja, das ist ein guter Ort. Hey, für Autofahrer ist doch das auch nervig. Aber ich glaube, mittlerweile muss da einer fahren, der wohl nüchtern ist, gell? Glaube ich auch. Glaube ich auch. Und da fährt oftmals vom Veranstalter, glaube ich, ein Mann vorne, oder? Das ist wahrscheinlich dann der nüchtern ist. Ja. Also, sonst sollst du es ja nicht aus, wenn du es gleich kriegst. Ach, das ist ja Wahnsinn. Nein. Das war nichts. Was meinst du, wie lange das du brauchst? Aber wahrscheinlich warst du mit Bierbike geschneuert. Das nächste Mal fahre ich gleich mit Bierbike. Du darfst nicht, weißt du, so hop on, hop off irgendwas. Das machen wir das nächste Mal. So eine Special-Folge vom Bierbike aus. Ah, das war mal was, ja. Ha? Fahren wir durch die Stadt, interviewen die Leute, vielleicht trifft man Harald Glöckler. Ein Glöckler? Also wenn der Glöckler zum Bierbike fahren kommt, dann machen wir auf alle Fälle eine Folge auf Bierbike. Ihr Fußballfahrt nach Alt-Eding. Weißt du, warum ich da nicht eingehe drauf? Mm-mm. Weil du das garantiert schon vorher hast. Ach, nach Alt-Eding? Ja, freilich. Ich? Nach Eding geht mal weiter mal. Ich bin noch nie gegangen. Na, du bist noch nicht nach Eding gegangen? Nein. Aber gefahren schon, oder? Waren wir jetzt Eding, ja? Boah, Alt-Eding, das ist ja so wie Lourdes in Frankreich und wie heißt das in Spanien, wo ja jeder Trottel mittlerweile Santiago de Compostela. Genau so. Das bayerische Santiago de Compostela. Ja, Alt-Eding. Ist es. Ich weiß nicht, in Alt-Eding werde ich nicht mal da über den Zaun hängen. Na, mir gefällt das da schon. Echt, warst du da schon mal? Ja, in Alt-Eding. Bist du hingelaufen? Ja, mehrfach. Zu uns? Und mit dem Bierbike? Nein, ich fahre da immer mit dem Auto hin, wenn man nicht narrisch. Aber von uns daheim, da gingen sie immer los und gingen dann immer zum Wallfahren. Und du fährst dann vorbei? Nein. Ja, ich schaue es immer auf der Straße so. Zeig das auch. Für mich schon. Gut, also wenn der Glöckler kommt, wenn wir unsere Spezialfolge auf dem Bierbike machen, dann steigen wir auch an die Straße und schauen Wallfahrer an, wenn das zählt. Ja, du gehst ja zurück. Also mit deinem Gebot bist du zurückgekommen. Ach so, stimmt. Na, da muss, also wenn er wirklich kommt. Na, wenn dann, jetzt pass auf, macht man es also. Wenn der Glöckler kommt, ja, und mit uns Bierbike fährt und da eine Folge Bierbike, aber also auf dem Bierbike macht. Ja, dann kaufen wir dann immer einen Fußnamen. Na, dann fährst du nach der Aufnahme mit dem Bierbike weiter nach Alt-Eding. Das ha? Mache ich, ja. Ausgemacht. Ja. Mal eine Sommerreise. Und jetzt pass auf. Und wenn die in Alt-Eding, wenn ich das organisieren kann, dass die da unten der Papst empfängt, noch fast nackert. Mit meinem Feigenblatt. Von mir aus mit deinem Feigenblatt. Ha? Ja, also für das, wenn du sie kriegst, dann mach ich's. Okay. Ich kann ja leicht sagen, weil ich glaube jetzt nicht drum, aber. Ach du, da krieg ich so, schon so ein Schreiben vom apostolischen Stuhl irgendwo her. Und eine Radlerhosen darf ich dann auch nicht nutzen. Ja, was ist denn deine Definition zu nackern? Ja, aber da fahren wir durch einen Wolf. Oh shit.
mit dem Wolf zum Papst oder was? Nimm doch lieber einen Golf. Ein Golf. Ja. Stell dir mal, oh Gott, dann schaust du also wie so ein Pavian auf, oder? Kennst du dich? Ich hab da auch so einen Renault. Ich kann nicht zum Arzt, sag ich schon, zum Papst gehen. Ja, weiß ich nicht, wie du das dann machst. Weiß nicht, gibt es da nicht so also Cremes? Aber dann rutscht die Arme vom Radl. Da müssen wir uns einfach was einfallen lassen. Also du kannst bloß hochfahren. Oder im Steh fahren. Ja, im Steh, wir schauen das aus, wenn du im Bierpark knackern stehst, noch in Erik fährst. Ja. 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 Du, das ist ja mal ein Spektakel. Ja, jeder möchte hier. Stell dir vor, der Papst, der lässt sein Papamobil stehen und schwimmt sich auf dir aus dem Bierpark. Und hat aber so die ganzen Ministranten dabei, die wohl nicht treten müssen. Da brauchen wir noch so. Weißt, kennst du das noch von früher? Aber hast du bei den Damenrädern immer so einen Rückrad-Speichenschutz gehabt, so ein Netz, damit der Kittel nicht einfällt? Ein Rückrad 8, für sowas war das? Ja, ja, damit bei den Damen. Ich habe nie verstanden, was das genau ist. Genau. Damit halt, weißt du, wenn die mit der Kittelschutz fahren oder mit dem Rock, dass das nicht eingehalten sparen. Sowas brauchen wir dann auch fürs Bierbike nicht, dass die Ministranten da, ich weiß nicht, wie das heißt, das Kleidl dreckig machen. Ja, sagt man Kunden dazu? Kunden sagt man ja beim. Nein, das ist der Mönch. Darf ich gar nicht sagen, dass ich selber mal ministriert habe. Skand, oder? Mann. Das hat bestimmt einen Fachterminus. Wenn es jemand weiß, dann soll ich einfach anrufen. Wenn es jemand weiß, soll ich anrufen. Aber bloß einer. Stimmt es euch untereinander ab? Nicht, dass mehrere anrufen. Weißt du, was sonst können wir wieder sagen? Zugedurz. 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 Ich weiß nicht, wie das heißt. Ministrantengewand, glaube ich, hat es bei uns im Volksmund immer geheißen. Ich fand das immer so. Also, das fand ich echt immer furchtbar. Ja, warum? Und da hinten immer so ein Speckkragerl und dann hat das immer so leicht noch so gemufft hat das immer. Echt? Ja. Hast du es nicht gewaschen? Ich glaube eher nicht. Hast du es nicht mit heimnehmen dürfen zum Waschen? Nein, da bist du mal. Nein. Warum warst du da nicht weit geworden? Oder was willst du in deine eigene Waschmaschine rein, du hättest? Wahrscheinlich. Oder musst du es in die Reinigung? Ja, wahrscheinlich geht es in die Reinigung. Das ist wahrscheinlich 100% Viskose, das erste Mal bei BSO schauen, sonst fällt es auseinander. Ja, oh. Viskose? Mhm. Na, Kümmer, die steht schon auf Natur, oder? Naturviskose, ich weiß nicht. Der Ursprung der Kirche ist ja. Weißt du, was wir machen? Hm? Wenn der Harald Glöckler mit dem Bierbike mit mir mitfährt, dann fahre ich im Ministrantengewand auf Ehring. Nein, also genau, mit dem Ministrantengewand, okay. Und wenn der Papst kommt, dann ziehst du es aber vorher aus. Vielleicht gibt es so ein Radl-Ministrantengewand, weißt du? Okay. So ein bisschen Einlage brauche ich schon. Aber jetzt warte mal. Fährst du dann den Glöckler bis auf Ehring? Wenn er so lange mitfahren mag, dann fahre ich nicht. Also ja, aber meinst du, dass der viel tritt? Ja, das glaube ich nicht. Ja, das ist drum Bierbike. Du hast da drin. Normalerweise sind da wie viel? 8 oder 10 Mann drauf. Meinst du, dass das so schwer geht? Ja, was werden das wiegen? Meinst du nicht, dass das. Ich weiß nicht. Das ist ja ruhig. Das wird, ja, freilich. Das wird schon. Kannst du nicht schätzen, 300 Kilo, 400, was wäre denn das Wing, das Ding? 500? Vielleicht mache ich mal eine Probefahrt, bevor ich mir jetzt noch. Machst du mal eine Probefahrt? Bevor ich mich da jetzt in irgendwas einrenne. Nicht, dass du mit einem Elektro-Bierbike fährst. Mit einem EBB. EBB, E-Bierbike. Ah, also so ist wahrscheinlich die ÖBB zum EBB geworden. Ach so. Jetzt pass auf, was ist denn die ÖBB gleich nochmal? Die österreichische Bundesbahn. Ah ja, ich habe gewusst, irgendwo Herr Kennis, aber. Oder das österreichische Bierbike. Das österreichische Bierbike. Meinst du, dass die Österreicher auch so blöd sind wie bei uns, dass die mit dem Bierbike fahren? Nein, das kann ich nicht. Du wahrscheinlich sprichst da bloß der Neid aus mir. Ja, ich meine, ich habe. Ja, weil ich es noch nie da habe. Also ich würde sagen, das müssen wir unbedingt einmal machen. Ja. In die Österreicher fahren nicht mit dem Bierbike, weil die haben sie ja mit dem Wein. Kontaktierst du einen Glöckler oder so ist da? Nein, der muss auf uns zu kommen. Ja, wenn wir jetzt einen kontaktieren, dann sagt er, er möchte Geld haben. Haben wir ja keins. Was, ein Geld? Ja. Du trittst und er will ja Geld? Ja, für seinen Auftritt, für seine Zeit. Ja. Ja, ebenso. Ja, ja. Also, ich mache die Arbeit und soll ihm da was zahlen. Nein, sicher nicht. Weißt du was, dann macht man, also, macht man dem Glöckler folgendes Angebot. Wenn er wieder beim QVC seine Mode verkauft, und er ist in der Früh schon spät dran, weil er die ganze Nacht gesoffen hat. Da fährst du noch mit dem Bierbike zum QVC, da soll ich das an den Mond verkaufen und dann fährst du weiter nach Ehring. Ja. Vom Weg her, dass ich das ungefähr ausgehe, ist die gleiche Richtung. Das wäre super. Nein, dann mache ich einen Zwischenstopp im QVC und ab dem QVC, in, wo ist das Ismaning unter Föhring, da geht dann die höhere Sommerreise los. Also ich weiß jetzt nicht, wie es glaube ich, da, sagen wir mal, das ist dort. Ja. Ach, hör das. Ich stell dir mal vor, der nimmt Fans mit.
Der Glückler? Ja. Was meinst du, treten musst? Und keine ja, die dürfen dann schon treten. Ach so. Weißt du was? Eigentlich ist jetzt bei dem Bierbike, der hat jedem so ein kleiner Zapfhahn hier durch und der geht nur, wenn du trittst. Wenn du nicht trittst, kommt kein Bier. Und dann läuft das halt nicht aus, so als Tripfe zu scheren, muss man aufpassen wegen der Kohlensäure. Aber weißt du, dass man so ein Belohnungsprinzip einbaut? Ja. Wenn du schnell trittst, kriegst du schnell ein Bier. Du musst natürlich auch beachten, dass du noch wieder mehr Ballast hast, gell? Ja gut. Aber mit nur Leid, der dritte ist ja leicht. Der dritte ist ja leicht. Es geht dann wieder hin. Ja. Ist das ein Berliner, oder, der Glückler? Nein, jetzt pass auf, der kommt aus Baden-Württemberg, das ist ein Schwab. Ach, der Schwab ist ja, das? Ja, ein Schwab ist das. Ich habe mal eine Dokumentation angeschaut über den Harald. Und ach, seid ihr per Du, oder wie ist das? In die Kreise ist man per Du. Sagst Harald? Der Harald. Hat der Harry vielleicht? Der sogar. Harry, schwingen wir auf. Wir sind bei Harry jetzt mal. Genau, nein, da brauchen wir nur ein bisschen. Das ist ein gutes Stichwort. Jetzt haben wir wieder unsere Gasteinschenkerin, die Bedini. Grüß Gott. Ja, ich hätte auch gerne nochmal so was Köstliches. Gerne, gell? Ja. Ja. Kannten Sie ein bisschen weniger laut plätschern? Ja, gell. Jetzt aber aufhören. Hat sich gut umgehört. Zwölge tut es da herin. Aus Baden-Württemberg ist der, sagst du. Ah ja, dann ist er wahrscheinlich recht sparsam. Aber jetzt ist er in Berlin, oder nicht? Hat er dann nicht so sein Label, oder wie sagt man da? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass er in Berlin hat eine Wohnung, eine schöne Wohnung, was da hergezeigt haben. Ach, wo sie hergezeigt haben, oder wo du das letzte Mal warst? Nein, bei ihm daheim war ich noch nie. Warst du noch nie? Geht es ja immer fort, wenn sie ihn trifft? Wir treffen uns meistens nur am Bierberg. Ja. Du und wo? Am Bierbike. Mhm. Du, und wie ist das eigentlich? Ist der privat auch so geschminkt? Oder nein, da habe ich neulich mal ein Foto gesehen. Also ich muss eigentlich ehrlich sagen, ich finde das geschminkt ist ein bisschen zu viel. Also wenn es einem gefällt, dann soll ich es machen. Aber ich finde, wenn er nicht geschminkt ist, dann schaut der richtig, richtig kernig aus. Was heißt denn kernig? Also Kärntens Mannsbild. Ach echt, da schon her, ja. Ja, auf alle Fälle ist das bestimmt ein coole Brezen. Das ich glaube auch schon. Und der hat ja aus dem Nix hat der ein Riesending erschaffen. Gell? Also das musst du halt auch erst einmal hinkriegen. Ja. Danach, dass die gleich hinsitzen und sagen, ja, der Harald und bla. Ja. Das hast du gleich benannt. Aber dieser Schaffer, den Ehrgeiz und das Durchziehen. Jetzt stell dir mal vor, jahrelang, wie du sagst, arbeitest du da hin. Und dann kommt einer daher und meint, er kann die einfach so auf sein Bierbike mitnehmen. Das ist entweder denkst du, ich habe alles richtig gemacht, oder denkst du, oh mein. Das war in aller Freundschaft. Bin und der Herr Glückler bei uns in aller Freundschaft auf dem Bierbike gefahren. Du, das war doch cool. Das war doch cool. Von mir aus kann man so ein bisschen eine Instagram-Story machen für ihn, wie er auf dem Bierbike durch München fährt. Das interessiert bestimmt auch ein paar Kundschaften. Ja, das glaube ich nicht, auch, oder? Außerdem, ja. Außerdem haben wir ein bisschen Social-Media-Erfahrung, gell? So ist es nicht. Bisschen nicht haben wir. Ja, sag mal, jetzt haben wir so wie über das Bierbike und über den Harald Glückler geredet. Ja, warum eigentlich, gell? Ja, ich weiß gar nicht, wir haben da hingekommen. Weiß ich nicht, aber was du willst nach Ehring fahren. Ja, jetzt machen wir mal anders. Was ist denn bei dir so los? Ja, Bayern absolut ist wieder zu Ende, zumindest diese Folge. Mir ist bei der Folge jetzt im Nachhinein noch aufgefallen, dass QVC, der Verkaufssender, der nimmt da gar nicht den Minger auf, sondern in Düsseldorf hat der seine Studios und ansonsten können auch noch viele Sachen einfach verkehrt gewesen sein. Die wollen wir nicht wissen, wir sind ja auch bloß Leute, die wo reden. Wenn es ihnen ein bisschen gefallen hat, das darf uns gefallen und ja, dann hört sich halt einfach nochmal eine neue Folge oder die Song. Und vor allem, bleibt's grübig.